Oh Mann, was ist denn hier los? Hier gibt's noch ziemlich unförmige Viecher. Gott, was wird da noch alles auf uns zukommen? Plasma-Energie, ja, Inventar ist voll. Ein paar Credits. Biological Prosthetic Center. Muss ich hier lang? In der Tat. Aber ich war noch gar nicht fertig hier. Ich wollte eigentlich noch mal kurz gucken. Ich habe das Gefühl, dass ich hier noch nicht alles... mich hier noch nicht komplett umgeschaut habe. Zum Beispiel, die könnte man noch mal benutzen. Hier war ich, glaube ich, noch nicht drin. Plasma-Energie. Ein bisschen Geld könnte ich gebrauchen. Medipack. Ja, ist ja irgendwie eine Goldgrube hier. Für... ja, Goodies. Sollte ich mal zurückkommen, falls der, falls die Kämpfe oben ein bisschen härter werden sollten. So, wo war nochmal der Aufzug, mit dem ich hier hingekommen bin? Wo war der überhaupt? Ach, ist doch egal. Fangen wir erstmal hier... Moment, wo ging das lang? Genau, da lang. Gehen wir nochmal hier rein. Hier ist doch der Aufzug, alles klar. So. Ich speichere trotzdem nochmal. Kann ich den ersten eigentlich auch überschreiben. Das war ja nur so ein Testding. Ja, ja, mach mal. Okay. Oh. Hilfe. Das sieht echt... Ich kann ja nicht helfen. Oh Mann. Oh Mann. Das sind ja mal ein paar ganz sympathische Zeitgenossen. Was war das? Hier ist Plasma-Energie. Brauche ich nicht. Warum haben die Babys hier in solchen Zuchtkanistern? Das sind doch... Sind das nicht normale Babys? Ganz stinknormale Babys? Man weiß es nicht genau. Der zuckt noch. Wow! Oh, runter von hier! Runter von mir! Oh. Oh. Mist! Ich habe das nicht gesehen, dass ich schnell E drücken muss. Das ist sehr uncool. Und, okay, da kann ich gerade noch einen von nehmen. Sehr uncool. So, das heißt, genau, das machen wir mal. Lass mal Energie, das brauche ich doch alles nicht. Ich mal hoch. Oh Gott, da ist er rausgeflutscht. Danke, dass du für mich... Wow, ho, 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 ho. Nimm dies. Oh, Mann. Boah, ekelhaft. Das ist echt ekelhaft. Plasma-Energie überall. Gib mir doch Geld. Ich brauche Geld. Oh, Mann. Was ist denn ein Thermit? Ist das...
Eine Thermoskanne oder was? Ach so, okay. Ja, das braucht ihr? Das Thermit, das Sie gefunden haben, sollte sich durch die Barrikaden fressen können. Benutzen Sie das Shockpad, um es zu zünden. Ich hoffe, ich kann die Stellung halten. Ich höre da nämlich was Großes kommen. Was Großes kommen? Na toll. Das ist ja ganz hervorragend. Ah ja. Ich bin jetzt hier rausgekommen. Ich bin jetzt wieder oben. Das war eben abgeschlossen. Genau. War hier sonst noch hier oben im oberen Bereich ein abgeschlossen? Nee, das war, glaube ich, der einzige Raum. Das heißt, wir können jetzt hier wieder zurück. Nehme ich an. Na, hier muss ich... Ja, hier müssen wir zurück. Ach so. Das vernachlässige ich manchmal so ein bisschen. Ich vergesse das immer, dass ich das kann hier. Mit der... Oh, da kommt was. Oh. Oh. Jetzt habe ich mich vor meiner eigenen Waffe erschreckt gerade. Boah, das hat sich gerade fast ein bisschen menschlich angehört, der Schrei, fand ich. Boah, was auch immer mit den Viechern passiert ist, das ist unglaublich. Den Necromorphs hier. Oder wie diese Leute. Wo sind das? Waren das mal Leute, die zum Necromorphs wurden? Man weiß es nicht genau. Ich glaube, hier müssen wir es einlegen. Thermobombe. Benötigt. Ja, haben wir das denn jetzt nicht? Wir haben doch gerade so ein Thermodingsbums geholt, oder nicht? Hm. Naja. Ich brauche noch einen Zünder. Genau, das war's. Junge, mach doch einfach mal auf hier. Danke. Was? Oh! Hallo? Was ist los mit dir? Scheiße. Plasma-Energie. Stase haben wir eigentlich voll. Oh Mann. Boah! Scheiße. Mach mal auf. Oh Gott. Da sind Supplies drin. Was können wir hier machen? Eine Werkbank. Vielleicht sollten wir uns auch mal eine gönnen. Ich weiß noch nicht so genau, ob es sich lohnt, diese Waffe, die ich gerade habe, aufzuwerten. Oder ob ich lieber warten sollte. Ach nee, Moment. Ja, ich weiß. Ich habe mich im Knopf vertan. Wir wollen das Ding wegschieben. Wir müssen mal ein bisschen was aufrüsten in Sachen in Sachen austeilen. Wir haben nur eine einzige Waffe. Das, ich glaube, es kann nicht schaden, wenn wir wirklich mal hier sowas hier reinpacken. Kapazität haben wir 10 Schuss. Was würde das um 2 Punkte erhöht? Wenn wir 12 Schuss draus machen. Lohnt sich das? Nachladen ist okay. Ich glaube, wenn wir während des Kampfes nachladen müssen, ist sowieso zu spät. Und Tempo. Schusstempo. Pff. Da war ich eigentlich ganz zufrieden mit. Ich bin so unglaublich geizig. Moment. Was kann man an einem Chinesen-Modul noch machen? Das hab ich jetzt vergessen nachzugucken. Reichweite. Mhm. Nein, mache ich aber auch nicht. Warum sollte ich die Reichweite verändern? Was ist das denn? Medizinisches Logbuch von Dr. Warwick. Der Chefpsychologe hier. Bericht über die psychiatrische Beobachtung. Patient Harris B. Arbeiter.
Harris schläft jetzt, allerdings erst nach Verabreichung eines weiteren starken Sedativums. Ohne die medizinischen Hilfsmittel scheint er tatsächlich nicht schlafen zu können. Egal wie ausgeprägt der Wunsch ist, wach zu bleiben, erliegen die meisten Menschen nach mehr als 50 Stunden ohne Schlaf der Erschöpfung. Nicht so Harris. Seine Schilderung der Ereignisse in der Kolonie ist ebenfalls merkwürdig und deutet auf die gleiche Paranoia hin, die wir bereits andernorts auf dem Planeten feststellen mussten. Seine Schuld steht außer Frage. Zwei Sicherheitsoffiziere waren anwesend, als er Dr. Ciarello als Geisel nahm und Schwester Evans ermordete. Er bereut Shit. Ach Mann, jetzt bin ich auch so auf die richtige Monster gekommen. Er bereut seine Taten, bla bla bla, psychisches Gutachten von irgendeinem Typen. Bist du einer oder bist du viele? Du bist einer. Nee, du bist doch viele. Komm weg mit deinem Ärmchen! Okay. Hat er nicht überlebt? Ach Mann, wie viele Waffen kriege ich? Wann kriege ich die nächste? Und lohnt es sich, die aufzu... Komm, ich habe die gerade aufgewertet. Mann, lass mal das. Zack. Ah, hinterlässt ein paar Credits. Gut. So. Was ist denn hier drin? Was ist denn das eigentlich? Okay. Kann man nichts mitmachen. Ich nehme an. Ich habe. Ah, okay. Nee, ich habe nur eine Idee. Damit kriegen wir die Tür. Wow. Bist du der Chefpsychologe? Warst du der Chefpsychologe? Irgendwie konnte ich gerade auch nicht so wirklich viel für dich tun. Was ist denn das hier? Impulsprojektile. Ah, gut, für den Job. Alles klar. Ah, gut, 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 gut. Noch ein Energieknoten. Jo, ist klar. Kommst du eigentlich her? Das war so nicht abgemacht. Wo kam der denn her? Ach so, aus dem komischen Fenster. Dann nehme ich an, müssen wir ungefähr so machen. So, Saft ist da. Wofür? Für die Tür oder für den Aufzug? Für den Aufzug. Komm, hoch. Was ist das? Ich will das haben. Strahlmunition. Oh, kann ich noch nicht nehmen. Mir fehlt die Waffe dazu. Vielleicht sollte ich mal anfangen, ein bisschen Geld auszugeben für alternative Waffen. Der Cutter ist nicht verkehrt. Verdammt, ey. Ah, Springen war noch nie so Isaacs Ding, wenn ich mich recht entsinne. So kriegen wir es aber auch hin.